Ihr seht mich immer nur im Anzug. Ne? Also du jetzt nicht, aber die anderen sehen mich ja immer nur im Anzug und immer nur vorne und immer nur hahaha. Dann bin ich eigentlich ein echter Freak. Ich bin ein echter Freak. Und wer es noch nicht gesehen hat, Perfect Circle T-Shirt, richtig cool. Aber noch viel cooler war das Tool-Konzert in Wien. Da war ich nämlich. Und I really like. Soll ich was über meine Vergangenheit erzählen? Eigentlich bin ich Auftragskiller. Ja, nee, nicht wirklich. Wie funktioniert's? Ganz einfach. Du schickst uns deine Fragen entweder per Sprachnachricht oder per Textnachricht an die eingeblendete WhatsApp-Nummer. Und wenn du WhatsApp nicht hast, benutzt du einfach dein E-Mail-Programm und schreibst an sagmal@fototrainer.com. Und dann stellst du uns deine Fragen zum Gebiet Technik, zum Thema Kaufberatung, gerne auch Privates oder auch zum fotografischen Hintergrund, also zu allem, was dich interessiert. Und ich werde mich bemühen, deine Frage vielleicht schon in der nächsten Folge zu beantworten. Hallo Christian, ich probiere über meinen Mac Apps auf meine Alpha 6400 zu ziehen. Warum klappt das nicht? Also bei deinen Computerproblemen kann ich leider nicht helfen. Aber mich verwundert etwas, dass du versuchst, auf einer Alpha 6400 eine App zu installieren. Weil seit ungefähr 2 Jahren gibt es das App-System auf den Sony-Kameras nicht mehr. Das heißt, eine Alpha 9, eine 7.3, eine 7R3 und auch eine Alpha 6400 bieten gar keine Möglichkeit an, Apps zu installieren. Apropos Apps, stimmt's eigentlich, dass meine ganzen gekauften Apps unter den neuen Kameras nicht mehr funktionieren? Ja, Sony hat sich entschlossen, einfach das App-System in die neuen Kameras nicht einzubauen. Die Idee von Sony damals mit dem App-System war ja, die Kamera möglichst einfach mit einfachen Funktionen, die neue fotografische Möglichkeiten eröffnen, zu erweitern. Meine Einschätzung wäre jetzt, das hat nicht so gut funktioniert, das ist nicht so gut bei den Kunden angekommen und deswegen stellt man das einfach ein. Ich persönlich mochte die Apps eigentlich ganz gerne. Ich denke gerade über den Kauf einer A7 III oder A7 R3 nach. Welche ist besser, was zum Beispiel Schärfe und natürlich auch Lowlight angeht? Der Unterschied zwischen den beiden Kameras ist auch nicht so groß, wie man vielleicht denken könnte. Ja, die Alpha 7 III ist ein bisschen besser im Lowlight. Dafür ist die 7R3 im Fotobereich natürlich etwas schärfer. Sie hat keinen Tiefpassfilter, sie hat eine höhere Auflösung. Das heißt, wenn du groß vergrößern möchtest und drucken, dann spielt es eine kleine Rolle. Die meisten Leute sehen den Unterschied zwischen den beiden Kameras nicht. Wenn wir über den Videobereich reden, ist es ein bisschen schwieriger zu erklären. Die Alpha 7 III ist besser bei der Aufnahme, wenn die komplette Sensorfläche verwendet wird. Die Alpha 7 R3 ist besser, wenn der APS-C oder Super 35 mm Bereich bei der Aufnahme verwendet wird. Weil dann die Kameras eben mit dem Oversampling, also mit der höheren Auslesung arbeiten und das Bild dann eben auf die 8 Millionen Bildpunkte runterrechnen. Kommt ein bisschen darauf an, was du filmen möchtest. Wer mit langen Brennweiten filmt, wird mit der 7 R3 wahrscheinlich glücklicher sein, weil er einfach näher rankommt. Wer weitwinklig filmt, wird wahrscheinlich im Videobereich mit der 7.3 glücklicher werden. Bleiben wir beim Thema Kameras. Ich bin auf die Alpha 6400 wirklich angefixt, überlege aber, ob die Alpha 6500 wegen des Stabilisators vielleicht besser wäre. Also ich habe selber eine Alpha 6400, weil ich den Stabilisator in den meisten Fällen nicht brauche. Wenn du jetzt sagst, ich will mit längeren Verschlusszeiten aus der Hand fotografieren oder bei wenig Licht aus der Hand fotografieren, dann kann der Stabilisator wirklich hilfreich sein. Und wenn der für dich super, super wichtig ist, dann ist vielleicht die Alpha 6500 oder vielleicht auch eine Alpha 7.3 für dich die bessere Kamera. In allen anderen Bereichen ist die Alpha 6400 der Alpha 6500 überlegen. Der Fokus ist wirklich deutlich leistungsfähiger, gerade im Foto- und im Videobereich echt wichtig. Das Handling ist deutlich einfacher geworden mit der künstlichen Intelligenz. Deswegen habe ich persönlich mir auch eine Alpha 6400 gekauft. Wie gesagt, wenn du den Stabilisator unbedingt brauchst, okay, dann würde ich aber mal über eine 7.3 nachdenken. Ansonsten würde ich eher eine 6400 empfehlen. Ich mache noch ein kleines Beispiel, weil es oft gefragt wird. Wenn ich mit kurzen Verschlusszeiten arbeite, für Sportaufnahmen, für Tieraufnahmen, dann will ich ja die Aktion einfrieren, dann will ich ja keine Bewegung haben und dann spielt auch der Bildstabilisator keine Rolle. Natürlich geht es ja nicht nur um Kameras, sondern auch um Speicherkarten. Lohnt sich denn eine UHS-II-Karte überhaupt für die Sony A7 R3? Ja, das ist übrigens ein ganz schönes Beispiel für das Abschreiben der verschiedenen Fotojournalisten. Irgendjemand hat behauptet, eine Alpha 7.3 und eine Alpha 7 R3, die nutzen nur 100 MB pro Sekunde beim Schreiben. Ich habe dir das in meinem Test gezeigt, das sind ungefähr 180 MB pro Sekunde, also mehr fast das Doppelte von dem, was die offizielle Falschinformation war. Und ich habe das dann ganz häufig in ganz vielen Artikeln gelesen, habe mich da ein bisschen drüber gewundert, weil mit allen Kameras, mit denen ich es ausprobiert habe, und es waren 4 oder 5,
ist die Schreibgeschwindigkeit viel höher. Also eine UHS-II-Karte lohnt sich sehr wohl in der Kamera. Sie erreicht aber nicht die 300 MB pro Sekunde, die theoretisch möglich sind. Aber 180 MB ist natürlich auch eine ganze Menge. Ist es möglich, Material von beiden Speicherkarten und Slots gleichzeitig zu löschen? Gleichzeitig löschen kannst du die Bilder nicht. Es wird, wenn du ein Bild löscht, immer nur das von einer Speicherkarte gelöscht. Das ist auch der Grund, warum Datensicherheit da ein ganz großes Thema ist. Beim Starten der Videoaufnahme zoomt meine 7R3. Woran kann das liegen? Ich könnte mir vorstellen, dass an deiner Kamera der APS-C-Bereich fürs Filmen eingestellt ist. Das heißt, sobald du im Prinzip die Videoaufnahme startest, wird nicht der komplette Sensor, sondern nur der Super 35 mm Bereich genutzt. Kannst du im Menü einfach ausschalten, also unter APS-C Super 35 einfach auf Aus. Und dann sollte die Kamera den vollen Sensor bei der Videoaufnahme nehmen. Ist es möglich, den Augenautofokus auszuschalten, sagen wir für ein, zwei Aufnahmen? Entweder könntest du den Augenautofokus auf eine Taste programmieren, das heißt an-aus. Ich würde den anderen Weg gehen. Du kannst den Augenautofokus ja auch so einstellen, dass du den nur aktivierst, wenn du eine Taste drückst und gedrückt hältst. So wie es früher war im Prinzip bei den Kameras. Dafür musst du den Augenautofokus im Menü ausschalten und eine Taste mit dem Augenautofokus programmieren. Gibt es hier im Kanal, glaube ich, 3 Videos zu. Im Urlaub habe ich meinen Rechner nicht dabei und möchte dementsprechend natürlich meine Bilder auf das iPad ziehen. Wie geht das? Also du kannst natürlich RAW und JPEG fotografieren und dann auch die JPEGs in der vollen Qualität kopieren lassen. RAW-Fotos kannst du auch auf dein Tablet oder dein Smartphone kopieren. Es geht nur mit der Sony-Software nicht. Das heißt, über das Betriebssystem. Das heißt, bei Apple ist es, glaube ich, dieser Kamera-Connector. Ich bin ja nicht ganz so sicher, nutze ich selber nicht. Könntest du das kopieren? Bei einem Android-Smartphone geht es ganz einfach über die USB-C-Verbindung. Du stöpselst das mit dem OTG-Kabel an und kannst dann über das Betriebssystem des Mobiltelefons die Daten von der Kamera auf dein Smartphone kopieren und es zum Beispiel mit Lightroom bearbeiten. Müsste bei Apple auch gehen, aber wie gesagt, nagel mich da drauf fest. Das nutze ich nicht jeden Tag. Was unterscheidet die einzelnen Fokus-Modi und Felder? Das ist eigentlich ganz einfach. Der Fokus-Modi oder der Fokus-Modus, der sagt, wie soll die Kamera scharf stellen? Nämlich AFS einmalig oder AFC kontinuierlich. Ja, ich lasse jetzt mal die Automatik und die manuell Fokusgeschichten raus. Du kannst also bestimmen, soll ein Motiv nachverfolgt werden oder willst du nur ein einmaliges Motiv fotografieren? Das Fokusfeld, das ist ein bisschen komplexer. Das bestimmt eigentlich nur, wo soll der Fokus starten? Wenn du zum Beispiel das breite Autofokusfeld einstellst, dann sucht sich die Kamera selber das Motiv. Wenn du die Mitte einstellst, sagst du, mein Motiv, das scharf gestellt werden soll, befindet sich nur in der Bildmitte. Und dann kannst du natürlich mit diesen ganzen Nuancen im Prinzip oder aus diesen ganzen Nuancen auswählen. Der letzte Punkt, das ist eigentlich der schwierigste, das ist das Fokus-Tracking. Da bestimmst du den Punkt oder bewählst du das Motiv aus mit dem Fokusfeld und dann wird das Fokusfeld über den kompletten Bildschirm nachverfolgt. Und ja, so einfach kann man es sagen. Das Fokusfeld sagt, wo soll scharf gestellt werden? Der Fokusmodus sagt, wie soll scharf gestellt werden? Ich möchte mir für Städtereisen ein neues lichtstarkes Objektiv kaufen. Was kannst du mir empfehlen? Also für Städtereisen hängt es natürlich ein bisschen davon ab, was man fotografiert. Normalerweise ist das meistverwendete Objektiv ein Standardzoom. Und da gibt es ein 24-70 als Blende 4 Version, ein 24-70 als 2.8er Version, das 24-105 oder, wenn es noch länger sein muss, das 24-240 von Sony. Alternativ, wenn es unbedingt lichtstark sein soll, gäbe es natürlich noch das Tamron 28-75, auch ein hervorragend gutes Objektiv. Und da musst du jetzt entscheiden, was dir wichtiger ist, nämlich entweder die Reichweite, dann würde ich persönlich das 24-105 bevorzugen, oder die Lichtstärke, da kannst du dann aus dem Tamron oder aus dem Sony G Master auswählen. Derzeit habe ich eine RX10 Mark IV, möchte jetzt auf eine A7 III upgraden. Welches Objektiv lohnt sich für mich, das 70-200 oder das 100-400 von Sony? Also prinzipiell, die Alpha 7 III ist natürlich eine RX10 um Längen überlegen. Der Sensor hat eine 8-mal größere Fläche, das heißt auch 8-mal so viel Licht. Der Unterschied ist gewaltig. Gerade im High ISO wirst du mit der Kamera auf jeden Fall glücklich. Ich glaube nicht, dass das 200 oder das 70-200 für dich das richtige Objektiv ist, weil mit einer RX10 hast du ja jetzt aktuell ein 24 bis 600 mm Objektiv. Und wenn du da den Bildausschnitt nochmal herausnimmst und noch einen Ausschnitt machst, dann glaube ich, wirst du mit 200 mm nicht glücklich. Ich würde mir das ganz neue 200 bis 600 mm an deiner Stelle mal anschauen oder eben das 100-400 G Master. Das habe ich übrigens selbst. Ein hammergutes Objektiv. Ich glaube,
damit wirst du wirklich glücklicher. Ich habe ein Problem. Nach 1 bis 2 Tagen verliert meine Sony A7 R3 alle Einstellungen. Woran kann das vielleicht liegen? Dass die Kamera Einstellungen verliert, könnte an einer kaputten Pufferbatterie liegen. In der Kamera ist eine kleine Batterie und der Akku, den du einlegst in die Kamera, der lädt diese Batterie. Und wenn die kaputt ist oder zu schwach ist, dann kann es schon sein, dass die Kamera die Einstellungen verliert. Da würde ich dich aber bitten, dich an den Service zu wenden, weil die können das viel genauer beantworten. Ich bin kein Servicetechniker. Ich denke über den Kauf einer A99 II nach, aber ist Amon nicht tot? Sony bestätigt jedes Jahr aufs Neue, ja, wir werden zukünftig beide Objektivsysteme weiterführen, das heißt sowohl das A-Bajonett als auch das E-Bajonett. Und wenn du mit dem A-Bajonett glücklich bist, warum solltest du denn wechseln? Also ich persönlich mag die Kameras auch ganz gerne, ich bin jetzt natürlich bei einer Alpha 9, aber trotzdem würde ich sagen, wenn du damit glücklich bist, warum denn nicht? Wenn dir nichts Wichtiges fehlt, fotografier doch mit der Alpha 99 II. Hast du eigentlich einen Dialekt? Manchmal klingst du ein kleines bisschen komisch. Du meinst meinen Sprachfehler, mein rollendes Rrrr. Schönen Gruß an Daniel Elias übrigens. Ich hoffe, du hast das Video gesehen. Was ist dein Lieblingsobjektiv? 135-1.8. Und warum? Ist einfach eine geile Brennweite. Ist einfach meine Lieblingsbrennweite. Und wenn ich es 85mm anbieten würde? Keine Chance. Und mit dem 100-400? Keine Chance. Und mit dem 600mm? 600 Blende 4? Ich glaube, ich würde das 600 nehmen, ich würde es verkaufen und mir dafür 235er kaufen. Nee, ich brauche 600mm eigentlich nicht, deswegen, ich hätte das total gerne, aber es ist mir einfach zu teuer. Und was hältst du von anamorphen Linsen? Finde ich total geil, macht aber an einer 7er nicht so ganz viel Sinn. Gibt es neben dem Foto- und Videobereich irgendwas, das du schon immer mal machen wolltest? Du wirst lachen, ich habe gerade überlegt, ob ich noch was ganz anderes mache. Aber was gar nichts damit zu tun hat. Willst du das anteasern? Ja. Ich habe mir überlegt, ob ich anfange mit Malen und mit Kunst. Das Beste zum Schluss. Wann kommt eigentlich das Firmware-Update 6.0 für die Alpha 9? Wenn es fertig ist. Deine Frage wurde nicht gestellt. Kein Problem, dann schau doch einfach mal bei Facebook vorbei. Dort haben wir nicht nur die Ankündigung zu unseren Videos, sondern auch ein kleines Extra mit Fragen, die es leider nicht in dieses Video geschafft haben. Ansonsten stell uns natürlich weiterhin fleißig Fragen, entweder über WhatsApp oder per Mail, und dann abonniere natürlich diesen Kanal, damit du keines der Videos verpasst.